Gut, erfahrungsgemäß ist es ja immer so, dass von jetzt bis 13.05 Uhr noch der eine oder andere dazu springt. Aber, sagt man so schön, man muss die Pünktlichen belohnen und deswegen fangen wir auch immer pünktlich an. Ich hatte ja mal rumgefragt, wer noch Themen hat. Es hat niemand was darunter geschrieben. Das heißt, das, was jetzt in Connect steht, sind mal so die Themen, über die wir heute kurz sprechen können. Außer ihr wisst jetzt schon, dass ihr ein Thema noch habt. Dann könnt ihr da das zurufen oder auch jetzt noch in die Kommentare schreiben, dann ergänze ich das einfach. Vielleicht für dich ganz kurz, Andreas, wenn du neu dazu kommst. Wir haben quasi so das Jahresevent von der Lernoise Community. Hi Antje. Ist die Lernoise Convention und kurz davor findet auch immer das Corporate Learning Camp statt. Das war vor 2 Wochen. Deswegen gucken wir da mal gerade so drauf, was da die Erfahrungen waren, was wir davon lernen können. Es sind auch einige Leute vom Orga-Team überlappend, die jetzt bei Corporate Learning Camp dabei waren und auch bei der Lernoise Convention. Und für die Lernoise Convention haben wir mittlerweile das Konzept rund. Also das heißt, die Programmversion 1 war ja die Deadline 1.6. Das ist jetzt eigentlich schon fertig. Da würde ich euch mal kurz einen Flug durchgeben und auch so, was die neuen Elemente sind im Vergleich zum letzten Jahr. Da werden wir mal da drauf schauen. Dann kam der Wunsch, so nochmal einen kleinen Überblick zu geben, auch das, was wir mal aufgenommen haben, neue Leitfäden oder überhaupt Leitfäden auf GitHub posten. Da ist jetzt ja einiges in der Pipeline, ne? Es kommt was zu Nachhaltigkeit, Zettelkastenleitfaden, der Leadership ist noch nicht online. Was haben wir noch? Probleme lösen kommt neu als Leitfaden. Also wenn jetzt zu LostCon die 20er Grenze knacken. Und das heißt aber natürlich auch, dass es immer mehr Teams gibt, die so anfangen müssen, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und da habe ich gesagt, gebe ich mal einmal so von, wo startet man, wie geht's los, wie begleiten wir das auch in so Hackathons, einmal einen Überblick. Und es kommt dann am Ende vom Community Call auch nochmal welche dazu, die da ein paar Fragen, glaube ich, auch noch dazu haben. Ja, Ruth, schieß los. You're on mute. Warte, ich hab hier das Hybrid Work Bingo. You're on mute. Kann ich ein Kreuz machen? Ach so, ja, ich bin ja Alles jetzt klar. auch hier für diese Gruppe, die da einen neuen Leitfaden macht zum Thema aktiv werden in der Umweltkrise oder wie auch immer das dann heißen soll. Ja. Und von daher eben auch als jemand, der für diese neuen, ja, sich da neu reinmändeln als Genau. Leitfadentreiber. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Also für dich dann auch der Überblick und wir werden dann nachher, wenn dann gegen Ende dann die anderen dazukommen, auch gern vertiefend fragen. Und so wie es aussieht, werden wir auch so ähnlich, wie wir das mit den Hackathons gemacht haben, mal wieder so einen Termin machen, wo wir dann einfach mit mehreren Leitfadenteams versuchen, über einen halben Tag oder einen Tag die Leitfäden dann auch wirklich auf die Straße zu bringen. Na, das machen wir gleich nach dem. Mir hatte noch jemand angeschrieben, die kann eben dann erst ab halb oder kurz vor halb, wollte mit dazukommen und deswegen habe ich es auf den Dreierplatz gelegt. Genau, ganz am Ende noch so ein kleines Gimmick. Vielleicht kennt ihr von den Barcamps früher noch die Twitter-Walls. Jetzt sind ja viele von Twitter zu Mastodon gewechselt aus Gründen und da gab es lange keine entsprechende Wall. Jetzt gibt es aber eine, die für die Lernoise Convention, die steht auch schon. Und das würde ich euch mal kurz zeigen, weil die kann man relativ leicht auch für eigene Veranstaltungen anpassen. Also wenn man jetzt selber ein Event hat, ist wahrscheinlich sicher immer noch mal so ein bisschen ein Problem, wer ist eigentlich auf Mastodon, ne? Viele jetzt so im Business-Kontext sind ja eher auf LinkedIn. Aber jetzt in der Lernoise Convention wollen wir das auch fördern, quasi Mastodon als Lernumgebung. Da wird es Sessions dazu geben und Einführungen und dann eben auch so eine große Wand. Da so als Fun Fact, der die gemacht hat, hat sie komplett mit ChatGPT programmiert oder programmieren lassen. Der hat keine einzige Zeile Code selber geschrieben. Und das finde ich auch eine coole Story irgendwie. Genau, dann schön, Gerd, dass du da bist. Ich habe mal vom Corporate Learning Camp, da Sorry, Simon, geht's, ganz ja. kurze Frage noch, weil ich die GitHub, das zeigst du ja dann um halb, wenn die andere Person dazukommt und ich muss davor halt schon wieder los. Das heißt, wo wirst du denn die Aufzeichnung teilen hinterher? Schau mal, hier ist Ah, hier alle unten Aufzeichnungen ist als YouTube-Playlist. YouTube-Playlist. Fantastisch. Da ist das Alles die klar. neue. Und wenn du dem Kanal folgst, kriegst du auch eine Benachrichtigung. Sehr gut. Danke dir. Perfekt. Also das wusste ich jetzt nicht. Damals genau über Kreuz organisiert. Na gut. Aber dann machen wir einfach nochmal einen Follow-up-Termin dann später dann dazu. Und speziell zu den einzelnen Leitfäden. Ja gut, aber wenn es aufgezeichnet ist, ist es ja schon mal ein super Start. Ja, wird die eine oder andere Frage erfahrungsgemäß immer noch übrig bleiben. Natürlich.
Genau, ja, der Gerd ist ja da. Gerd war auch, ist auch wahrscheinlich hier irgendwo zu sehen auf dem Bild. Vor letzte Woche. Da unten, ne? Hier, warte. Zack, da ist er. Letzte Woche war Corporate Learning Camp. War wie letztes Jahr Hybrid. Einmal in Hamburg, einmal in Waldorf. Und einmal online mit vor Ort, ich glaube, irgendwas so um die 100 jeweils, ne, angemeldet. Und online 148. Natürlich ein bisschen No-Show-Rate, aber nicht so viel. Und wir haben insgesamt mal zusammengefasst, das habe ich auch hier auch verlinkt, einen Podcast. Also wir haben an Tag 2, da machen wir eigentlich immer so um die Mittagspause mal einen Podcast, wo wir Hamburg und Waldorf zusammenschalten und schon mal so live aus dem Geschehen die wichtigsten Erfahrungen zusammentragen. Das haben wir da auch gemacht. Und das ist jetzt für uns halt spannend zu gucken, was können wir daraus lernen, auch für die LernOS-Convention, weil wir haben halt zwar nicht zwei Standorte, aber halt auch das hybride Konzept wieder. Und insgesamt war so mein Fazit, und Gerd, kannst du gleich ergänzen dann noch, dass, ich habe gesagt, der hybride Muskel wird immer besser trainiert. Also jetzt so der Anfang mit dem zwischen den Bühnen hin und her schalten, die Online-Teilnehmerinnen einbinden, das war schon viel, viel flüssiger, als es letztes Jahr war, fand ich. Da gibt es jetzt so wirklich ganz die goldenen Henkel, ne, dass man gern noch so vor sich einen Monitor hätte mit den Teilnehmern, dass man sich auf der Bühne nicht umdrehen muss. Hamburg hätte noch eine zweite Kamera brauchen können, aber das sind jetzt alles Sachen, wenn wir die dann nächstes Jahr nochmal machen, dann sind wir da, glaube ich, durch die Lernkurve durch. Sessions fand ich, hat auch sehr gut funktioniert. Wir hatten die Besonderheit, dass in Waldorf bei euch, dadurch, dass es SAP-Räume waren, Teams-Room-Systeme verbaut waren. Also kennt ihr das? Oder ist das ist quasi wie so ein... mal gerade eins auf, gibt es von Lenovo und von Logitech und auch anderen. Schauen wir mal, ob wir da ein schönes Bild finden. So was ist das. Ja, das heißt, ich habe quasi in dem Raum fertig ein System stehen. Das ist ein Rechner mit einem Touchscreen. Der hat unten auch Lautsprecher und Mikro drinnen. Und der hängt schon automatisch an den Displays im Raum. Also da, wo man zwei Displays hat, übernimmt er auch die Steuerung, was ist auf welchem Display zu sehen. Und den kann ich quasi in die Besprechung einladen. Und wenn ich dann in den Raum komme, steht auf dem Display schon drauf, nächste Besprechung, Session so und so. Und ich gehe rein, drücke auf den Knopf und das Raumsystem ist in der Session, bevor ich meinen Rechner überhaupt ausgepackt habe. Na, und dann hat man zwei Varianten. An den Dingern kann man theoretisch auch einfach ein HDMI-Kabel dran packen. Dann kann man sich da anschließen und das wird automatisch geteilt in der Teams-Session. Wir hatten es so gemacht, dass die Session-Owner quasi mit ihrem eigenen Endgerät in den Raum reingegangen sind, sich ohne Audio in die Session eingewählt und dann ihren Bildschirm geteilt haben, um da eben keine Abhängigkeit zu haben. Na, und was ich da auch schön finde, ist, dass der halt so gewisse Intelligenz drin hat, was er gerade anzeigt. Also wenn man in die Session reingeht und mit dem Teams-Room-System und es ist noch niemand drin, dann zeigt er links quasi das Videobild des Raums und rechts zeigt er einfach nur noch die Metadaten, also wann geht's los, wie heißt das, der Termin. Wenn dann die ersten Leute kommen, dann zeigt er die Leute und lässt die Raumkamera und wenn es zu viele wären, verteilt er die Galerie auf zwei Bildschirme. Also dann sieht man halt wirklich viele Leute vorne und sobald dann jemand was teilt im Raum, dann schaltet er um, dann ist auf einem Bildschirm der Content zu sehen und auf dem anderen die große Galerie. Also das nimmt einem viel so Videoregie ab, ne? Natürlich auch, je nachdem, welches System man da kauft, nicht für 3,50 € zu haben. Aber das ist eben in vielen Organisationen, wird das jetzt so in den Besprechungsräumen eingebaut. Man kauft sich halt so ein bisschen die Teams-Monokultur ein. Die kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, Gerd. In ein paar Wochen ist das Training-Forum bei euch, wo Zoom verwendet wird. Da fängt man dann an, die Verkabelungen wieder auseinanderzureißen. Aber ansonsten jetzt von Teams-Seite hat es sehr gut funktioniert, fand ich. Ja, tatsächlich muss man auch sagen, also ob man jetzt Microsoft-Fan ist oder nicht, wir haben deutlich aufgeholt. Also ich persönlich habe lange Zoom benutzt lieber, sehe jetzt mittlerweile aber keine zwingende Notwendigkeit mehr, vor allen Dingen, wenn die Systeme dann hardware-seitig auch so integriert sind, dass es wirklich alles, also es ist ja noch nicht mal mehr Plug and Play, man muss ja gar nichts pluggen, sondern es funktioniert einfach über das WLAN völlig problemlos. Und wir haben auch, ja, also wir haben keine, das Einzige, was nicht ganz funktioniert hat, aber das hatte jetzt eigentlich gar nichts so sehr mit der Software und der Hardware zu tun, war in einer Session noch Breakout-Räume.
aufzusetzen. Das lag unter anderem die Schwierigkeit so ein bisschen daran, dass ich die Meetings aufgesetzt hatte und dann die Menschen im Raum, also bei Teams ist es ja noch so, dass nur der Meeting-Owner das machen darf und man das nicht delegieren kann. Das war ein bisschen dann ein Problem, aber ansonsten muss ich auch sagen, hat das alles super funktioniert und gibt aus meiner Sicht jetzt keinen Grund, wenn sowas vorhanden ist, dann jetzt nochmal das Fass aufzumachen und beliebige Wahlmöglichkeiten bei der Meeting-Plattform anzubieten. Das sorgt nur für zusätzliche Komplexität und Fehlerquellen. Ja, also gerade wenn man eine Zielgruppe hat, die halt sehr an Teams gewohnt ist, ne? Es gibt so ein paar Sachen, finde ich, wo, wenn man jetzt zum Beispiel Breakout-Räume hat, wo die Leute sich selber aussuchen können sollen, in welchen Breakout-Raum sie gehen, das ist halt was, was Teams noch nicht kann. Ne? Aber das sind dann wirklich Feinheiten, wo man dann pro Session überlegen muss, lohnt sich das dann wirklich oder setze ich mehrere Team-Sessions für die Breakouts auf und gebe die Links dann irgendwo bekannt. Genau. Wir hatten noch ein Experiment. Ich weiß gar nicht, wie weit da die Auswertung schon ist. Das KI-Experiment. Also quasi mal mit Transkription, Zusammenfassung und so weiter mit verschiedenen Tools zu arbeiten. Da warst auch, Gerd, du tief involviert und hast die eine oder andere gerunzelte Stirn gemacht währenddessen. Vielleicht erzählst du ein bisschen, was wir gemacht haben und was eure Erkenntnis ist bisher. Ihr habt ja wahrscheinlich alle mitgekriegt, dass es mittlerweile eine Reihe von Tools gibt, die auf der einen Seite transkribieren. Das macht Teams ja zum Beispiel schon automatisch, Zoom auch. Es gibt andere zusätzliche externe Tools, die man dafür auch verwenden kann, wenn man schon ein Video hat. Und in einem zweiten Schritt gibt es jetzt auch Tools, die aus der Transkription sofort eine Zusammenfassung erzeugen. Und wir hatten halt überlegt, naja, so aus Sicht Barcamp und Dokumentation, was ja immer so ein bisschen oft hinten runterfällt, wie wäre es, wenn wir das jetzt mal ausprobieren? Können wir so eine Session aufzeichnen und dann automatisch zusammenfassen lassen? Und da haben wir verschiedene, also Teams, also Microsoft hat es für Teams schon angekündigt. Ich kenne nicht die genaue Roadmap, Zoom hat es auch angekündigt. Also es wird irgendwann standardmäßig auch kommen, aber da sind wir im Moment nicht. Und wir haben dann geschaut, was gibt es für Möglichkeiten, haben drei verschiedene Wege uns vorgenommen, die auszuprobieren. Wir haben insgesamt drei Sessions aus dem Barcamp aufgezeichnet, das waren alles Team-Sessions. Und haben dann einmal das Video in YouTube hochgeladen, dort das Transkript erzeugen lassen und dann ein Chrome-Plugin namens Clasp benutzt, das dann das Transkript von YouTube nimmt, das ziemlich gut ist, und dann direkt zusammen mit einem Prompt in ChatGPT schiebt. Also aus YouTube, man hat einen Button, da drückt man drauf, der erfolgt dann automatisch und im Browser geht ChatGPT auf und erzeugt dann eine Zusammenfassung. Das war nicht schlecht, muss man sagen. Man kann den Prompt, der da benutzt wird, auch editieren. Also kann sagen, ob man 5 Bullets haben will oder 4 Sätze oder 500 Wörter oder was weiß ich auch immer, oder ob man ins Deutsch oder Englisch oder so. Ne? Also das war ganz interessant. Dann hatten wir eine Möglichkeit genutzt, aus Teams das Transkript rauszuziehen. Das ist dann so ein VTT-File. Also da sind Zeitmarken und Sprecher auch mit dabei. Das kann teilweise sinnvoll sein, es kann aber das Ganze auch noch chaotischer machen. Also wir hatten ja jetzt eben hier Sessions aufgezeichnet, wo mehrere Sprecher oder viele Sprecher drin waren, wo diskutiert wurde, also jetzt nicht ein stringenter Verlauf, so eine Präsentation üblicherweise dabei war, sondern wo es mehr Diskussion war. Und dann ist so ein VTT-File ziemlich chaotisch. Da haben wir dann ein Tool gefunden, das das Ganze aufräumt und dann kann man das im Prinzip so dann nach ChatGPT geben mit einem eigenen Prompt. Das Problem, auf das wir gelaufen sind, und das hatten wir im Prinzip auch schon bei der YouTube-Variante, war, dass so ein Transkript von einer Dreiviertelstunde verdammt lang ist. Also das sind locker mal 7 bis 11 Seiten Text, und zwar wirklich nur Text. Da geht ChatGPT auf die Bretter. Das geht so nicht, also auch in der Premium-Variante, ganz egal, was man nutzt. Und dieses Tool da in YouTube, das bietet die Möglichkeit an, vorher schon den Text irgendwie so ein bisschen zu indexieren und zusammenzufassen.
Also darüber kann man arbeiten. Dann haben wir ein weiteres Add-on ausprobiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Irgendwas mit PDF, Chat-PDF oder so. Ich glaube Chat-PDF, genau. Auch wiederum ein Chrome Plugin oder Extension. Und das macht Ähnliches. Also da kann man das Transkript erstmal in PDF verwandeln und dann das PDF in dieses Tool reinschieben mit einem Prompt. Auch hier, wenn man da im Kleingedruckten liest in der FAQ, ist es aber so, dass vorher ein Index erstellt wird und dann nur auf Teile des gesamten Transkripts zugegriffen wird für die Zusammenfassung. Nichtsdestotrotz, das Ergebnis war auch nicht so schlecht. Und das schlechteste Ergebnis eigentlich, das wir rausgekriegt haben, einige von euch kennen vielleicht Otter AI. Das ist ein Tool, das wohl ganz gut für Transkription ist, das aber noch eine weitere Funktion hat, nämlich sich automatisch in ein Meeting einwählen kann. Also man kann einen Bot praktisch beauftragen, der könnte sich jetzt in dieses Meeting als Teilnehmer mit einwählen, transkribiert dann automatisch, also hört praktisch zu und erzeugt dann hinterher eine Zusammenfassung. Jetzt kann Otter AI allerdings kein Deutsch und das Barcamp fand ja auch Deutsch statt, deswegen haben wir noch eine Alternative geschaut und haben ein Tool gefunden namens Toucan AI. Und das macht genau dasselbe. Also da war so ein Bot dann in der Session drin, hat ein Transkript erzeugt und dann hinterher eine Zusammenfassung. Und die war mit Abstand am schlechtesten, muss man sagen. Also wie gesagt, Otter hat wohl ganz gute Kritiken. Man müsste es mit einem englischen Meeting mal ausprobieren. Da kann ich jetzt im Moment nichts zu sagen. Aber ja, also das war so ein bisschen die Erfahrung. Das Ganze ist noch mit einigen ja, zusätzlichen Aufwänden versehen. Genau, und eine Variante, die wir noch gemacht haben, Entschuldigung, wir haben noch, das war ganz interessant, ein Chained Prompt ausprobiert. Also um diese Problematik mit dem langen Transkript zu umgehen, kann man das auch in Teile zerlegen und dann einen Prompt erstellen, der sagt hier, ich gebe dir jetzt einen Text in mehreren Teilen, warte, bis du alle Teile hast und dann mach die Zusammenfassung. Und dann hat man im Folgeprompt halt die Anweisung, hier ist Teil 1, dann gibt man Teil 1, dann wieder einen neuen Prompt, Teil 2, Teil 3 und so lange, bis das Dokument irgendwie komplett ist und dann am Ende eben die Anweisung, fass uns das jetzt zusammen. Das ging, also so kann man diese Längenbeschränkung umgehen und kommt auch zu einem brauchbaren Ergebnis, allerdings ist eben der zusätzliche Aufwand nicht unerheblich. Man muss das Dokument erstmal zerlegen, dann diese Prompts erstellen und dann nach und nach da reinfüttern. Ja, also ich bin gespannt, was passiert, wenn es in die Tools direkt eingebaut wird. Verspreche ich mir durchaus einiges von. Man kann es im Moment mit anderen, auf andere Art und Weise machen, aber mit einem nicht ganz unerheblichen zusätzlichen Aufwand, sodass man sich da fragen muss, lohnt sich das? Ne? Und wir haben gesagt, wenn mal ein bisschen Zeit dann ist, werden wir auch die Quellen, also das, was wir aufgenommen haben, veröffentlichen. Also dass man zumindest mal die Transkripte und die Audios und die Videos hat. Und wer da Lust hat, ein bisschen rumzubasteln, andere Tools auszuprobieren, hat man eben da ein Basismaterial. Ne? Weil ich glaube, klar, das ist alles noch so ein bisschen schwierig und hakelig, aber ich sehe da schon ein großes Potenzial für Dokumentation, Topic-Extraktion von Veranstaltungen, Erkennen von Highlight-Themen, über die schon am Rand gesprochen wird und so. Also das ist dadurch, dass bei den virtuellen Events jetzt ganz viel Recording by Default ist, glaube ich, ist das interessant zu überlegen, was man mit den riesen Video-Files machen kann, weil ja doch die wenigsten Leute irgendwie 2 Tage Camp sich dann irgendwie durchgucken, ne? Was weiß ich, 15 Sessions parallel mal 10, irgendwie 150 mal eine Dreiviertelstunde, schaut sich kein Mensch an. Und da dann zu überlegen, wie kann ich das bewerten, was sind die Highlights, wie kann ich Volltext suchen in den Sessions, wo ich dann sehe, okay, in der Session ab Minute 20 haben sie über ein Thema gesprochen, was mich interessiert. Das, da in die Richtung kann man, glaube ich, mit sowas gehen. Ne, und unabhängig jetzt hier von dem Szenario Barcamp oder Konferenz oder sowas, also gerade dieses Class-Tool in YouTube ist schon echt interessant. Also das funktioniert halt mit jedem beliebigen YouTube-Video und wenn ich jetzt wissen möchte, lohnt sich das jetzt tatsächlich die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde zu investieren, um das Video anzugucken, kann ich mir vorher auf Knopfdruck eine kleine Zusammenfassung geben lassen und habe da zumindest schon mal so einen Eindruck, worum es geht. Also das ist schon echt gut. Ja, da war neulich auch auf Hacker News war ein Artikel, die haben auch so ein Bot gebaut, das in Videokonferenzen einklingt und der quasi live Fact-Checking macht.
Also ja. Der hört halt zu, und wenn dann jemand was sagt, was nicht stimmt, dann klingt er sich ein in den Chat und sagt, Moment, das ist aber jetzt ein falsches Faktum hier, und pockt dann links in den Chat und so, ne? Und auch so Sachen. Also die wird jetzt neulich quasi diese Aufteilung der Zusammenarbeit Mensch-Maschine, die wird sich jetzt grundlegend verschieben in den nächsten Jahren. Ne? Und da irgendwie die Grenzen auszutesten, das finde ich total spannend. Ja. Vielleicht für euch, Gerd, als Wink, bei der Learners Convention haben wir dieses Jahr das erste Mal einen englischen Track, wo vier englische Sessions rausfallen. Also falls man irgendwie da eine englische Session-Aufzeichnung nochmal durch die Toolkette schubsen will, dann könnte das eine Gelegenheit sein. Ja. Jo. Genau, ich habe hier gerade mein OneNote parallel noch offen. Wir hatten, was Tooling angeht, einen so richtigen Fuck-up, was ich beim Barcamp noch nie hatte, nämlich wir hatten das erste Mal einen richtig destruktiven Menschen auf dem Sessionplan. Also was wir in den letzten Jahren immer mal schon mal hatten, war, dass jemand aus Versehen, wenn er im iPad irgendwie rumgewischt hat, mal Sachen verschoben hat oder so. Aber wir hatten jetzt an Tag 2 war es, auf einmal ist da komischer Text erschienen, dann war das ganze Board weiß. Dann standen unflätige Bemerkungen drauf, also sozusagen jemand, der da wirklich irgendwo den Link aufgeschnappt hat und da Schindluder getrieben hat, was dann dazu geführt hat, dass wir eben eine alte Version wiederherstellen mussten. Da waren dann aber nicht alle Links drauf. Dann haben wir jemanden dran gesetzt, der alle halbe Stunde da drauf schaut, um zu gucken, ob der wieder kommt. Na, weil man halt bei so Tools, wo man jetzt kein Identity Management dahinter hat, also wo ich nicht sagen kann, der Andreas darf darauf zugreifen, aber der Max nicht. Ne, ist, sobald der Link irgendwo raus ist, muss man halt darauf vertrauen, dass da niemand was Schlimmes mitmacht. Und das hat uns jetzt auch nochmal motiviert, da mal nachzugucken, ob man nicht dann zumindest, wir hatten jetzt in dem Fall Google Doc verwendet, aber auch wenn man Whiteboards verwendet, zumindest mal ein Passwort davor legt. Wenn das Passwort irgendwie in sozialen Medien geleakt ist, einen Kanal hat, wo man das Passwort ändern kann und schnell den Leuten irgendwie ein neues Passwort zukommen lassen kann. Und ich habe jetzt auch mal angefangen, weil mich nervt es irgendwie so generell, dass es so für so Barcamps keine richtig gute Tool-Unterstützung gibt, mal so zu gucken, was sind so Erfahrungen, Tools von anderen. Und da hatte mich jetzt die Doris nochmal in Richtung der Barcamp-Tools, also Camper, geschubst. Das war mal so ein EU-gefördertes Projekt, wird jetzt wohl mittlerweile von der Firma weitergeführt, und die können zumindest mal alles außer Ticketing, was ich so gesehen habe, ganz gut. Und so ein Signal-Chat könnte man auch noch brauchen. Und da haben wir jetzt im Orga-Team schon gesagt, werden wir im September das Audio-Only-Barcamp mal darüber fahren, um zu gucken, ob das brauchbar ist oder ob das an irgendwelchen Stellen bricht. Wir werden auch mit denen mal Kontakt aufnehmen, ne? Weil zum Beispiel, dass man auf Facebook und Twitter ist, kann man nicht abschalten, ne? Und Mastodon kann man nicht einschalten. Also ich habe jetzt die Firma schon mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was schön wäre, da noch zu haben. Die haben die Software auch auf GitHub, also man kann das theoretisch auch selber betreiben, könnte das auch abändern selber, wenn man das will. Aber vielleicht sind die froh, wenn sie so die eine oder andere Idee da kriegen, wie sie das Tool weitertreiben. Genau, so viel zu CLC, oder hat da noch jemand was? Ich habe im Chat noch geteilt, Clipchamp, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da. Das ist das Video, Videoschnitt-Tool von Microsoft? Ja, da gibt es auch eine Möglichkeit zu transkribieren. Also funktioniert mit kleinen Aufzeichnungen, habe ich schon mal selber gemacht. Und weiß nicht, cool. Wie lange das dann sein kann. Packe ich mal zu der Linksammlung dann dazu von den Tools. Was kann ich, Gerd, haben wir die Linksammlung, was ihr ausprobiert habt, schon irgendwo? Also in dem Etherpad sagte der Olli, da hätte er den Chat und weitere Infos wohl abgelegt. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt. Ja, okay, da schaue ich im Nachgang mal nach. Genau, dann springe ich mal zur LernOS Convention. Wir haben mittlerweile das Programm fertig. Wir haben auch, wartet mal, ich springe mal erstmal auf die. Ich habe gerade den Link eingefügt. Erzähle euch vielleicht ganz kurz, was so zwei Neuerungen sind, die wir haben dieses Jahr. Das eine ist hier in dem Blog, da liegen überall Blogs dahinter, Internationals at LossCon. Das kam angeregt durch Marcel von Continental, der gesagt hat, sie haben bei sich im Unternehmen einige, die halt das Format und das Event spannend finden, aber halt kein Deutsch sprechen.
Na, und da haben wir gesagt, naja gut, die Veranstaltung und die Community an sich ist schon deutschsprachig. Wenn man die jetzt auf Englisch zwingt, wäre das für viele auch eine große Barriere wieder. Ne? Aber wir haben mal gesagt, wir gucken mal, was wir machen können, um eben nicht deutschsprachigen die Teilnahme zu erleichtern zumindest. Na, und das, was wir jetzt haben, ist quasi dieser Blog, der erklärt, was alles geht. Der Ticketshop, die Call for Participation ist Englisch. Wir haben geschaut, dass es einen Session-Track an Tag 2 gibt, der komplett in Englisch ist. Und wir machen den Eröffnungsteil, wo alles Bühnenprogramm ist, haben wir eine Simultanübersetzung. Da ist von einem aus dem Orga-Team die Frau, die ist Dolmetscherin und hat noch eine Kollegin. Und da wollen wir jetzt mal probieren, quasi auf einem zweiten Sprachkanal einfach Deutsch-Englisch zu übersetzen. Einige der Lightning Talks sind Englisch, da brauchen wir es natürlich nicht. Ja, und wollen das auch probieren. Bisher klappt es noch nicht so gut, aber Teams hat mittlerweile eine Simultan-Dolmetscher-Funktion. Das heißt, ich kann Leute in Teams zum Dolmetscher machen, die werden dann angezeigt. Man kann bis zu 8 Sprachen anlegen. Und dann, wenn jetzt der Alfred der Simultan-Dolmetscher für Englisch wäre, dann könnte ich dich anklicken und dann höre ich quasi deinen Ton und nicht den Ton von dem, der spricht. Ja, das ist so das Experiment, was wir dieses Jahr mal probieren. Und dann das Zweite, da springe ich mal dahin. Ich weiß nicht, ob er den Blog schon mal, ich glaube, ich hatte ihn in einem Community Call schon mal offen. Der Jöran hatte mal den Begriff Bar Circles genannt, ne, Zusammensetzung von Barcamp und Learning Circles. Nele hatte damals so ein Konzept, wie kann man Learning Circles in Barcamp einbetten. Ganz so, wie es in dem Blog beschrieben ist, machen wir es nicht. Wir machen es ein bisschen anders. Und das haben wir versucht, mal in zwei so Bildern darzulegen. Das eine Bild, also ist immer vor, während, nach der Veranstaltung. Wo man sagt, vor der Veranstaltung, jeder meldet sich einzeln an. Natürlich, so ein paar Leute kenne ich. Ich weiß, der Alfred kommt, weiß ich schon, was du für Interessen. Aber viele andere kenne ich eben nicht. Und dann habe ich während der Veranstaltung, klar vor Ort, das haben wir letztes Jahr auf der Burg gesehen, da bilden sich die Grüppchen, alle stehen beieinander und plauschen. Und remote gab es vielleicht auch mal ein Grüppchen oder zwei. Aber nicht so viel. Die meisten haben wahrscheinlich einfach aufgelegt oder haben irgendwas alleine gemacht. Und Hybrid gab es ganz, ganz wenig. Ganz kleine Figuren müsste man da reinmalen, aber ich habe mal die da rausgelassen, weil das war so dieses Feld, was wir dieses Jahr eben pushen wollen, dass es da viel mehr gibt. Und klassischerweise auch nach der Veranstaltung, ich weiß nicht, wie es euch geht, man nimmt sich immer viel vor, mal was zusammenzufassen oder so, aber letztendlich kommt man heim und die E-Mail-Box ist voll und Termine stehen an und man macht dann letztendlich doch nichts mehr. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen davon aus, deswegen sind das hier, jemand hat gesagt, das ist eine Hexe auf dem Besen, was sage ich, das PowerPoint-Icon für einen Superhelden, das soll eigentlich so ein Superhelden-Umfang sein. Also wir haben gesagt, wir haben Leute in der Community, die experimentierfreudig sind und Sachen mit uns ausprobieren. Ja, das heißt, das Erste, was wir machen, ist hier oben drüber so einen Lego Serious Play angelegten Prozess zu legen, zu sagen, wir bilden Gruppen. Die Gruppen müssen was bauen, was erstellen und müssen das hinterher teilen. Also man kriegt so eine Challenge, die eine Woche vor der Veranstaltung startet und 2 Wochen übers Ende hinausgeht. Ja, und wir bilden quasi diese Gruppen. Also wir haben so Icons gemacht, so Minecraft-artige Icons. Jeder kriegt mit seinem Namensschild, sowohl die per Post als auch die vor Ort, wird quasi einem Circle zugewiesen mit 6 Personen. Wir haben das so ein bisschen überbucht, weil wir gesagt haben, der eine ist krank und der andere hat keine Lust mitzumachen. Da bleiben vielleicht 4 übrig. Und packen die Leute in Gruppen und die sind eben dann zufallsbasiert, entweder vor Ort oder remote oder hybrid. Das steuern wir nicht, sondern das kann halt dann alles passieren. Das ist so ein bisschen Serendipity-Prozess. Und die bekommen eben die Aufgabe, wir haben ja Crafting Learning Environment als Thema, mit so Legos. Sie kriegen drüben schon 2 große Kisten mit den Lego Starter Kits, mit Lego Serious Play zu bauen, was ihnen für ihre Lernumgebung wirklich, wirklich wichtig ist. Erstmal für sich selber, das kann man auch schon vor der Veranstaltung anfangen, dann im Circle das zusammenzubringen zu einem und das Ergebnis aufs Whiteboard zu packen. Und da machen wir dann eine Session beim Datev DigiCamp, das ist eine gute Woche drauf, wo die wollen, quasi ihr Ergebnis vorstellen können und wir dann so eine zusammengefasste Dokumentation bekommen, wie verstehen wir eigentlich persönliche Lernumgebungen, teamorientierte Lernumgebungen, was muss ich als Organisation bereitstellen, ne? Dass wir eben nicht nur diese einzelnen Session-Teilnahmen haben, sondern eben gemeinsam etwas erstellen. So ein bisschen, wer auf Open Space mal war, da schreibt man auch am Ende zusammen Proceedings. Und das ist sozusagen so grafische Proceedings.
Und wir gehen davon aus, dass viele Leute Bock haben auf Lego bauen. Wir haben gesagt, wer Lego digital bauen will, da haben wir auch eine Variante. Moment, können wir gerade reinspringen. Es gibt so ein Tool, mit dem kann ich quasi Lego auch online bauen. Ne? Ich habe mal so ein Beispiel, das habe ich 2009 auf dem IOM Summit beim Björn mal gebaut, als so ein Wissensmanagement als Brückenbauer-Disziplin. Ne? Also so grün-blau, so Personal-IT. Ja, und da gibt es nur noch so ein Foto, weil ich das damals in so eine Audioplattform eingestellt habe und ich habe selber gar kein Foto gemacht. Und das habe ich quasi jetzt mit dem Studio, Lego Studio, nachgebaut und da kriegt man halt so fotorealistische Renderings. Und man kann vor allen Dingen dann auch in der Gruppe sagen, ich schicke dir quasi mein Modell, weil Lego Serious Play baut man dann aus den einzelnen Modellen ein Gruppenmodell zusammen und fasst es digital zusammen. Also man kann physisch mit Lego bauen, man kann virtuell mit Lego bauen, wir haben wieder unseren Mindtest-Server, man kann da bauen und Sachen abfotografieren und wir schicken Ausschneideanleitungen, mit denen man sich so Minecraft-Sachen quasi ausschneiden und zusammenkleben kann. Also wir wollen möglichst viele Wege, wie man eben eine abstrakte Idee wie eine Lernumgebung irgendwie in was Greifbares und Begreifbares überführen kann. Genau, so ein bisschen kann ich euch jetzt auch als Testgruppe nehmen. Ist das einigermaßen verständlich? Wir sind gerade noch dabei, so zu überlegen, wie wir das erklären und was wir auch an Texten und so weiter brauchen. Oder habt ihr jetzt mehr Fragezeichen als vorher, bevor ich angefangen habe zu sprechen? Ich fand es verständlich. Also ich habe eine Vorstellung. Ob die dann mit der in deinem Kopf übereinstimmt, das müsste man dann vertiefen, aber. Wir hatten es halt früher auch im Orga-Team, weil da war auch, ob wir das nicht viel mehr moderieren und guiden müssen. Ich habe dann gesagt, wir kommen halt aus der Welt und unser Ziel ist eigentlich jetzt mehr Leute, die sich noch nicht kennen, zusammenzubringen thematisch und eben auch hybrid. Und dementsprechend, wenn jemand dann in Lego nichts baut, hat aber drei coole Leute neu kennengelernt, ist das für uns auch völlig okay. Ne? Also das werden wir jetzt nicht so grundschulig irgendwie als Prozess durchziehen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, es wird auf jeden Fall ein Schritt besser, als es letztes Jahr war. Und vielleicht, wenn alle sagen, man braucht noch mehr Anleitung, dann machen wir es vielleicht nächstes Jahr noch stringenter oder lassen es bleiben. Aber wenn ihr da Ideen noch habt, gerne auch unter den Blog drunter schreiben. Da ist immer, wenn man was das erste Mal macht, ist ganz gut, wenn da viele, viele Hirne mitdenken. Genau, sonst ist das Programm so gut wie fertig. Moment. Das ist im Moment noch so ein bisschen versteckt verlinkt. Das kommt auch hier oben jetzt dann rein. 1. Juni war eigentlich der Termin, wo wir die erste Version haben wollen. Aber jetzt sind wir schon ein bisschen früher dran. Moment, machen wir mal ein bisschen größer. Also wir haben wieder den großen Saal. Am ersten Tag läuft alles parallel. Dann haben wir die vier Räume vor Ort. Die sind natürlich nach Minecraft-Figuren benannt. Hier der Zombie ist der englische Track. Und wir haben, da sage ich gleich noch was dazu, Vernetzungsinseln, vier Stück. Da kann beliebig Programm reingelegt werden, das zeige ich auch gleich noch. Wir haben wieder früh ab 10 Uhr Ankommen, Check-in. Haben Eröffnung eine halbe Stunde, haben das Moderationsteam auch getauscht. Also jetzt letztes Jahr war ja der Joachim und der Karl-Heinz noch. Dieses Jahr macht es mal Christian und Nadine zusammen. Haben dann Impulsvorträge. Da ist die Nele auch dabei. Ne? Da, Nele wird so ein bisschen diese Brücke bauen zu dieser Bar-Circle-Idee und was wir da machen und was das aus Lerntheorie-Sicht bedeutet. Und auch Ruben finde ich cool. Der hat, da geht es quasi um Epigenetik. Also was macht langfristig die Umgebung, in der wir arbeiten und lernen mit unserer DNA und was macht es kurzfristig in Richtung Epigenetik, also so dieses Mindset-Ändern auf einer biologischen Ebene, ne? Wie funktioniert das? Das finde ich auch ziemlich cool, weil man hat halt immer ziemlich viel Veranstaltungen, wo so viel Mindset und Purpose bla bla ist, aber da mal reinzugucken, ne? Wie ist das so wirklich, was macht den Unterschied, ob ich jetzt ein Jahr lang in einem Einzelbüro sitze oder ein Jahr lang in einem Coworking-Space, das finde ich schon ganz cool. Bin ich auch gespannt, was auch noch nie, was er da erzählt. Ja, dann haben wir wieder Vorstellungsrunde, dann haben wir das Kickoff von den Circles, wo die sich das erste Mal treffen. Haben auch dieses Mal, Moment, habe ich es noch offen, nicht mehr Slack als Vernetzungs- und Chat-Tool, sondern haben Discord.
Das passt ganz gut, weil die neben der Gaming-Szene alle, die was auf sich halten und KI-Sachen machen, sind auch alles Discord-Server. Also das ist so ein bisschen bekannter geworden. Ja, da sieht man jetzt, gibt es halt eine Lobby zum Ankommen. Wir haben den Infodesk wieder. Wir haben einen Ort für Programmänderungen, wo man das Programm findet. Wir haben Vernetzungsinseln. Da sage ich gleich noch was dazu. Wir haben die ganzen LostCon Circle. Also da kriegt quasi jeder einen eigenen virtuellen Tisch sozusagen zugewiesen, der dann auch, das ist alles noch ein bisschen Labor, habt ihr vielleicht hier links kurz gesehen, ne, auf dem Session Board, so ähnlich wie hier unten muss man sich das vorstellen. Ne? Also man hat so eine Grafik auf dem Namensbadge, damit weiß ich, wo muss ich hin. Der Link hier, der Link direkt auf den Discord-Sprachkanal, das heißt mit einem Klick bin ich dann mit meinen Buddies an einem Tisch. Und hier oben machen wir auch nicht mehr, normal haben wir das irgendwo da. Letztes Jahr hat man so Visitenkarten, hatte Nicole gebaut, ne, aus so verschiedenen Elementen mit Text und dem Bild und so weiter. Und dieses Jahr werden wir jetzt die Leute einfach anleiten, mit einem Klick sich das Bild von LinkedIn oder Mastodon rüberzuziehen, das mit dem Profil verlinken, ne, und zu sagen, da lande ich dann jetzt sofort auf dem Profil vom Olli jetzt in dem Fall und kann mich mit ihm vernetzen, weil kein Mensch hinter mir mehr auf diese Visitenkarte guckt, die auf der Wand ist. Ne. Also das ist so, genau, ich packe mal das Schedule in den Chat. Wer will, kann da schon mal durchgucken. Kommt jetzt für die dabei sind, auch demnächst eine Infomail, wenn dann die Programmversion 1 public ist. Letzter Satz noch zu den Verletzungsinseln. Im Corporate Learning Camp haben wir die mal getestet. Also man sieht so ganz klein hier im Hintergrund so ein mobiles Podcast-Studio und so einen uralten Rechner, auf dem Discord läuft und so eine 360-Grad-Kamera und Headsets. Ja, und wir haben dieses Jahr, für die letztes Jahr dabei waren, in der Launch im Foyer den ersten Stock, den hat man letztes Jahr eigentlich gar nicht bespielt, wo so Sofas stehen. Und da kommen 4 Vernetzungsinseln rein, die quasi die beiden Tage komplett in Discord eingewählt sind. Da kann ich mich hinsetzen, Headset auf und mit den Leuten sprechen, die online sind. Und die sind auch von den Sprachkanälen so konfiguriert, dass da nur bis zu 9 Personen rein können. Wir sind auch gerade am Diskutieren, das vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner zu machen, ne, damit es eben genau diesen Effekt hat, ich stehe zu 5 an der Kaffeebar und nicht ganz viele Leute sind in einem Raum, wie das in Teams oder so oft ist. Genau, also das ist mal so der Blick ins Labor oder hinter die Kulisse mit den fast fertigen Sachen. Also habt ihr da noch Gedanken oder einen Eindruck auch? Also auch so sagt, oh, mein Bauchgefühl sagt, das geht wahrscheinlich gar nicht oder habe ich schon mal ausprobiert, ging nicht oder so. Also da sind wir für Feedback aller Art offen. Klingt nach einem tollen Experiment. Sehr schön. Experiment ist immer ein schönes Wort. Klingt so positiv. Ja. Klar. Bis dann der Atompilz über der Burg auftaucht. Ja. Ja, wie gesagt, also ich habe halt das Gefühl, dass die Leute, die da kommen und die in der Community sind, das sind ja alles welche, die jetzt kein poliertes Hochglanz-Business-Event erwarten. Und wenn ein Ding nicht klappt oder eine Vernetzungsinsel mal abgestürzt ist, dann ist es halt so. Ne? Also da gibt es dann genug helfende Hände, die da mithelfen. Nee, schön. Also wenn ich da noch was in den Kopf kommt, gerne dann auch im Nachgang hier noch, kann man überall Kommentare drunter posten. Da würde ich mal auf diesen Teil LernOS Leitfäden auf GitHub posten. Wir hatten in den letzten 2 Jahren, 1,5 Jahren relativ viele Teams, die erstmal angefangen haben zu schreiben. Manche schon richtig mit Markdown und so weiter, manche in Word, manche auf Google Doc, manche haben OneNotes gemacht. Und da war so die Erfahrung, wenn man das so macht, dann ist man hinten, hat man den Leitfaden oder den Content eigentlich fast fertig und hat dann aber nochmal eine große Arbeit, das eigentlich in das Zielformat zu übertragen, wo man hin will. Ja, das heißt, wir machen es mittlerweile so, wenn Leitfäden neu starten, da gibt es so ein Formular, das ist noch nirgendwo verlinkt, wird aber nächste Woche verlinkt, na, wo man sagt, man meldet mal Interesse an, einen Leitfaden zu machen. Da kann man dann auch gleich drüber sprechen, was ist der Titel, was ist Inhalt, wie passt es ins restliche LernOS-Universum, ne, dass man das möglichst frühzeitig einfach mal bespricht. Wer wird Maintainer von dem Leitfaden, wer braucht Zugriff auf das GitHub-Repository? Also da gibt es, ich habe das mittlerweile im OneNote bei uns hier liegen, so eine Checkliste, aber die werden wir dann public machen. Wenn man dann, mach mal da die ganzen Fenster zu, die ich hier habe. Die Sandra kommt gerade rechtzeitig.
Ich habe gerade LostCon zu Ende erklärt und alle haben gesagt, so kann das Konzept nie klappen. Nein, das stimmt nicht. Das war nur Spaß. Solche Scherze nicht, bitte. Nicht Freitagnachmittag. Alfred, Ruth, hallo. Entschuldigung. Genau, also wir sind gerade in dem dritten Agenda-Punkt jetzt hier angelangt. Lernos Leitfäden-Host, ne, für dich zum Abholen. Wir haben, und das ist auch auf der lernos.org noch nicht verlinkt, das will ich auch nächste Woche machen, einen sogenannten Template-Leitfaden hier drin. Template-Leitfaden bedeutet, das ist ein GitHub-Repository, das ist schon ein fertiger Leitfaden. Ne? Ich habe früher mal so hier einen Blogpost geschrieben und da einen, wo Sachen erklärt waren und habe gesagt, eigentlich will ich das an einer Stelle zusammenfassen. Das heißt, wenn man sich dort das PDF mal anschaut, ne, dann heißt der Leitfaden LernOS Template, dein eigener LernOS Leitfaden in einem Sprint. Also so die Idee in einem Quartal, Klammer auf, meistens braucht man mindestens zwei oder noch länger. Aber die Idee ist mal zu sagen, wenn ich das durchziehen will in einem Sprint, wie mache ich das? Und dort habe ich angefangen, alles zusammenzusammeln, was ich sonst so auf E-Mail-Basis Leuten geschickt habe. Ne? Also was ist die Grundidee? Wie sieht der Lebenszyklus aus von, ich habe eine Idee für einen Leitfaden, ich muss ein Team zusammensammeln. Wer kümmert sich um das Inhaltsverzeichnis? Wer kümmert sich um die Technik? Solche Sachen. Dann versuchen wir so ein bisschen einheitlichen Schreibstil reinzubringen. Wie ist das mit Bildern? Keine Bilder mit Copyright verwenden. Na, weil das hatten wir jetzt auch ein paar Mal, dass dann in den Leitfäden so einfach zusammengegoogelte Bilder drin waren. Ne? Und da wird dann irgendwann mal jemand bei uns anklopfen mit 1000 Euro Abmahnung, ne? Wenn da halt irgendwelche nicht lizenzierten Bilder drin sind. Na, wie ist das mit dem Markdown? Wie funktioniert die Produktionskette? Was brauche ich so für Tools bei mir? Na, also das ist so, weiß nicht, wie viele Seiten der mittlerweile hat. Eigentlich so als Nachschlagewerk gedacht, sagen wir das hier. 25, also eigentlich recht kompakt. Da steht auch noch nicht alles drin. Ich habe mir vorgenommen, jetzt mal irgendwann, hoffentlich noch vor der LostCon, da einmal die Notizen, die ich so habe, zu überarbeiten. Na, und was man hier machen kann, wenn man einfach mal rumspielen will, dadurch, dass der als Template gekennzeichnet ist, gibt es hier Use this Template und wenn ich da draufklicke, kann ich quasi ein neues Repository erzeugen in meinem GitHub-Account, den brauche ich natürlich vorher und habe eigentlich einen funktionsfähigen Leitfaden mit Content, mit dem ich schon mal ein bisschen rumspielen kann. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass ganz viele Leute, die sich in die Leitfäden rantrauen, die schreiben halt hauptsächlich in Word, das heißt schon sowas wie GitHub und Markdown und solche Begriffe sind erstmal ungewohnt. Nehmen wir einen positiven Begriff. Manche sagen auch, was ist denn das für ein Scheiß? Ich will damit nicht hantieren. Na, deswegen gehe mal hier gerade in die Community und suche hier mal nach Hackathon. Das haben wir jetzt dreimal gemacht. Der Nuller, der war noch nicht hier in der Community. Na, das heißt, wir haben gesagt, das war jetzt alles bei Leitfäden, die schon unterwegs waren mit Content. Wir nehmen uns mal so ein bisschen längere Zeit am Stück. Also in dem Fall waren das halt hier 4 Stunden mit Pausen und so weiter. Ne, haben ein bisschen eine Videokonferenz. Das waren quasi die Leute, die an dem Leitfaden geschrieben haben. Marianne, der Felix, Dörte und ich. Ne, und haben dann quasi so ein bisschen, ich habe mittlerweile so eine Linkliste, wo man mal so über Basics spricht, ne, um rauszufinden, wo ist denn so die gewohnte Arbeitsumgebung? Also war jemand schon mal auf der Kommandozeile auf seinem Rechner? Ne? Weiß jemand, was Markdown ist? Und dass das nichts mit Down-Syndrom zu tun hat? Wie ist das mit GitHub gedacht? Auch so Metaphern, ne? Dass man sagt so, ihr kennt bestimmt alle Dropbox oder Google Drive oder OneDrive. Ne? Und GitHub ist eigentlich nichts anderes als das Gleiche für Code oder halt für Text in unserem Fall. Wie funktioniert so ein Shell-Skript, also quasi so ein Skript, was dann aus diesem Markdown mir die fertigen PDFs und E-Books macht und dann, wie machen wir es konkret jetzt in LernOS? Da gibt es auch mittlerweile so eine Grafik, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Und dann gibt es eben so eine Checkliste und in dem Hackathon arbeitet man die eigentlich Stück für Stück durch und sagt so Schritt für Schritt kommt man rein, spricht auch über Aufgabenteilung, also wer im Team will vielleicht eher Inhalte machen und liefert dann vielleicht sogar Inhalte in Word zu und jemand anderes baut es dann ein. Also das kann man ja verschieden organisieren, so wie in einem Softwareentwicklungsteam auch ja nicht alle Coder sind, andere sind Tester, andere sind Architekten. Also kann man in so einem Team auch so gewisse Rollen vergeben. Ja, und wie man da schon sieht, da ist nicht überall ein Haken dran am Ende des Hackathons. Also meistens ist es so, dass man zumindest mal die Grundpfeiler besprochen hat.
Na, und dann eben Hausaufgaben übrig bleiben. Und beim Leadership-Leitfaden war es jetzt so, die haben das nicht schnell genug aufgegriffen, fertig zu machen, hatte ich so das Gefühl. Und deswegen ist, wenn man halt in die Leitfadenliste im Moment schaut, na, ist der halt einfach noch nicht dabei. Also den haben wir hier noch nicht eingehangen, weil er eben noch nicht ganz fertig ist. Das Repository ist schon da, aber ist halt nicht fertig. Na, und haben jetzt gesagt, jetzt wollen wir gucken, dass wir den hoffentlich noch vor der LostCon dann eben aufnehmen können. Und das wäre halt so das Angebot an Teams, die starten, die neu sind, ne, dass man sagt, wir gucken mal, jetzt sind es so viele, dass man es wahrscheinlich nicht mehr mit einem einzelnen Leitfaden machen kann, aber dass man guckt, vielleicht mit 3 Teams zusammen, einmal im Quartal oder 3-mal im Jahr oder irgend sowas, so ein Hackathon anzubieten. Ne, dann könnte auch, wenn jemand sagt, wir haben jetzt einen Einstieg, haben schon mal was geschafft, arbeiten weiter und ein Quartal später kommt man wieder dazu und sagt, wir sind an dem Stand, aber hier hängen wir gerade oder das geht nicht. Ne? Dann könnte man sagen, man macht das halt über so 1, 2, 3 Hackathons, kriegt man es fertig. Ne, also das wäre mal so ein ganz kurzer Abriss, in wie funktioniert das und was sind so die, ja, aus meiner Sicht, Probleme, die wir jetzt so aktuell haben und so Ideen, wie wir sie lösen könnten. Ne? Jetzt bist du ja gut aus einem der Teams. Wie klingt das für dich? Klingt das so, als ob man damit was anfangen kann? Also für mich schon. Vielleicht ist es für den einen oder anderen bei uns im Team ein kleiner Schock, dass das jetzt quasi nochmal in eine andere Softwarewelt übertragen werden soll. Ich bilde mir ein, dadurch, dass ich meinen Obsidian mache, habe ich so eine ganz kleine Idee, wie das mit Markdown gehen könnte. Ich habe sogar eine Tabelle gemacht letztens in Markdown. Ich bin ganz stolz. Aber im Moment ist es für mich mit diesen ganzen Ordnern und Kram völlig verwirrend, das muss ich auch sagen. Ja. Also wahrscheinlich ist es wirklich gut, wenn da ein Termin da ist, wo man dann rein kann und sagt so, okay, hier nochmal diese ganze Darstellung für Blöde, wie kann ich mich da orientieren? Also es ist, wenn man... Ja, nee, sprich weiter. Ja, ich habe mich da eben angemeldet. Ich habe gemerkt, ich finde gar nichts. Ich finde auch das nicht, was du eben gezeigt hast, so dein Leitfaden. Wie kann ich einen Leitfaden machen? Den habe ich auch nicht gefunden. Ja. Ja. Also es ist, genau, ich schicke da mal den Link. Wie gesagt, wir brauchen, und das hat halt die LernOS.org im Moment noch gar nicht, wir brauchen dort einen Navigationspunkt, der für Leitfadenteams ist. Ne, weil die LernOS.org holt eh die Leute ab, die jetzt in dem Circle lernen wollen. Und welche Leitfaden gibt es? Und es gibt halt so für Contributing gibt es eigentlich überhaupt keinen Einsprungspunkt. Den müssen wir neu machen. Na, und ich schicke dir am besten den Link zu dem PDF mal zu, weil da ist zum Beispiel so eine Erklärung, die ist wahrscheinlich auch noch nicht komplett erschlagend. Warte mal, wo sind die? Ja gut, im schlimmsten Fall muss man mit Menschen reden. Ja, das genau. Ist das Äußerste, was passieren kann. Und das ist auch das, wo ich halt gesagt habe, das macht jetzt keinen Sinn, da aus dem Dokument ein 200-seitiges zu machen, ne, sondern wir haben die wichtigsten Sachen irgendwo aufgeschrieben und machen da sowas Hackathoniges. Wir haben auch schon mal jetzt so eine halbe Stunde oder Stunde Videokonferenz gemacht. Ne, und dann, wenn man es mal erzählt bekommen hat und weiß, wo man hinfassen muss, ist es meist einfacher. Und dann kann ich auch mit dem Dokument was anfangen. Ja. Ne, und da gibt es halt quasi hier dieses Inhaltsverzeichnis und Struktur und dann auch hier Leitfaden-Verzeichnisstruktur. Und da ist halt erklärt, ne, dieses, wenn ich das Template jetzt einmal geklont habe, warum sieht es so komplex aus? Ne? Weil wir haben halt Mehrsprachigkeit und die Bilder müssen irgendwo liegen. Und also das ist halt anders, als jetzt ein Word-Dokument in einem Verzeichnis liegen zu haben. Aber wenn, umgekehrt, glaube ich, ist es halt auch keine Quantenphysik. Also wenn man es einmal gehört hat und dann auch weiß, dass man eigentlich, wenn das mal eingerichtet ist, mit den meisten Sachen da gar nichts mehr zu tun hat, sondern die halt einfach nur im Hintergrund irgendwo liegen, dann verliert es auch seine Bedrohlichkeit. Gut. Genau, also packe ich in die Kommentare dann noch drunter im Nachgang. Ja. Genau, und dann haben wir den einen Punkt noch, Master Wall. Kann man mal das, hier bei uns im Hintergrund läuft es ja auch schon, wir haben so ein Digital Signage-System. Also vielleicht kennt ihr die sowas wie Walls.io, Tweetwally, ne, wo man früher mal gesagt hat, bei so einem Barcamp hat man irgendwie eine Wand und
gibt einen Hashtag bekannt und alles, was unter dem Hashtag geschrieben wird, taucht dann auf dieser Wand auf. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil für mich war das so der Effekt, ich konnte in die Köpfe der Leute gucken. Ne? Wenn Christian irgendwie was twittert unter dem Hashtag und ich weiß, der sitzt in der Audience, dann sehe ich, aha, das ist jetzt das, was er aus dem rauszieht, was gerade erzählt worden ist. Und ich ziehe vielleicht was ganz anderes raus. Ne? Und der Karl-Heinz macht das ja auch ganz extrem. Der postet irgendwie alles, was vielleicht jemand anderes in sein OneNote oder wohin auch immer schreiben würde, sein Obsidian postet er halt zu den Sessions auf Mastodon. Und dann kann ich so ein bisschen nachverfolgen, was sind für ihn die Highlights der jeweiligen Session. Ja, und jetzt dadurch, dass Elon Musk ja irgendwie Twitter in so eine rechtslibertäre Hölle verwandelt, ist da eigentlich niemand mehr. Und wir tun jetzt auch bei unseren Events nirgendwo mehr Twitter irgendwie promoten, sondern haben halt gesagt, wir promoten nur noch Mastodon. Und dafür gab es aber nicht so eine Twitter-Wall. Und es gab schon ein paar Ansätze, aber irgendwie nichts, was gut funktioniert hat. Und der Ralf Stockmann, der kommt aus der Podcasting-Community, der hat sich dann mal hingesetzt und hat gesagt, da müssen wir mal was machen und hat auch das gemacht, was ich euch gerade zeige. Und da packe ich auch den Link nachher noch hin. Ich glaube, der ist sogar in den Notizen. Na, also es gibt ein GitHub-Repository Masterwall, na, und da ist auch die ganze Dokumentation drin, wie das funktioniert. Na, man hat, wenn man die bei sich nutzt, die Möglichkeit, eben so Hashtags einzugeben, zu sagen, auf welchem Mastodon-Server man die Hashtags ziehen will. Es gibt dann in den Konfigurationen auch noch die Möglichkeit, habt ihr hier gesehen, das ist bei uns halt in der Losscon-Farbe, in der Akzentfarbe grün, also das kann ich dann die Farbcodes einstellen. Ich kann einstellen, was steht hier oben drüber, ne? Wo jetzt hier Losscon 23 Mastodon-Wall steht. Und halt so ganz kleine Konfigurationen, da hatte ich ihn drum gebeten. Ursprünglich hatte die Wall nur die Posts angezeigt, nicht die Kommentare. Ja, und jetzt kann man es konfigurieren, ob man nur die Posts haben will oder die Kommentare eben auch. Ja, und das funktioniert dann so, wenn man die lädt, habt ihr vielleicht gerade gesehen, am Anfang, da brauche ich im Moment, die Wall lädt alle 10 Sekunden nach. Und im ersten Schuss hat man manchmal was so ein bisschen komisch aussieht, weil vielleicht Bilder noch nicht nachgeladen sind. Und nach 10 Sekunden sortiert sich die. Und dann ist die fast Echtzeit. Also das sind in der Regel, ich habe es mal getestet, ich habe keine 10 Sekunden, wenn ich was gepostet habe, bis das auch auf der Wall erscheint. Ja, und es sind dann die quasi hier die Links, 2 hours ago und so, da kann ich klicken und lande dann direkt auf Mastodon bei dem jeweiligen Post, ja, und könnte dann dort auch antworten. Wobei das nicht der Use Case der Mastodon Wall ist. Ne? Der Use Case hier ist eher zu sagen, ich werfe das mit einem Beamer an die Wand oder an ein Display irgendwo in der Veranstaltungslocation. Ja, und man kann sich auch sehr schön so Templates machen, um die für andere Veranstaltungen zu verwenden. Ne? Wenn ich jetzt hier auf die Hashtags klicke, könnte ich sagen, ich will jetzt nicht die Hashtags, sondern ich will jetzt nochmal gucken, was wurde im Nachgang zur CL23 geschrieben. Ne? Und dann zieht man hier oben quasi einfach den anderen Hashtag. Es dauert wieder einen Moment, bis er das umsortiert hat. Was in der Praxis kein Problem ist, weil man eine Weile braucht, bis die Wand dann sichtbar ist. Ne? Und jetzt sieht man quasi, was sind so die Sachen, die halt über Corporate Learning Camp geschrieben worden sind. Ja, und noch so kleiner Fun Fact, hier steht es auch drin, sozusagen der Ralf hat überhaupt nichts davon programmiert, sondern die gesamte Programmierung lief über ChatGPT. Also er hat nur gepromptet und das ganze HTML, JavaScript, CSS ist quasi aus ChatGPT rausgefallen. Und das ist, finde ich, auch eine ziemlich coole Story, ne? Weil gerade sprechen alle davon und die meisten sind aber noch so in dem Modus, ne? Ich schreibe da was in Chat und gucke, was der antwortet und finde es lustig. Und das ist halt so richtig was, wo ich sage, da hätte ich sonst halt einen Programmierer 2 Tage damit beschäftigt, ne? Sowas mir erstellen zu lassen. Und da gibt es ist noch nicht veröffentlicht, gestern Abend war sie live in dem Freakshow-Podcast. Da ging es ziemlich tief über KI, freakshow.fm. Da hat er eben diese ganze Story, wie das gelaufen ist. Ah doch, die ist sogar schon da. Wie das gelaufen ist, erzählt. Ja, also wer da ein bisschen tiefer rein will, packe ich auch dann noch den Link hier in den Post rein. Finde ich ziemlich cool. Und wir haben jetzt schon für die LostCon halt geguckt, dass wir quasi parallel zu dem Beamer im Raum einen zweiten, so einen Kurzdistanz-Beamer haben und eine Fläche und eine Leinwand, wo dann die ganze Zeit eben Mastodon, die Mastodon-Wall durchläuft und auch wieder eine Session haben, wo wir die Leute abholen, das zu nutzen als Lernplattform.
Genau. Und auch noch wichtig, in der Ursprungsanleitung hat er irgendwie geschrieben, man soll sich die Sachen runterladen auf einen eigenen Webserver. Dann hatte ich ihn gefragt, Mensch, geht es nicht auch mit GitHub Pages? Also GitHub Pages ist ein Mechanismus. Ne? Ihr seht hier vorne, da ist eine Domain, die heißt GitHub.io, genauso wie bei den LernOS-Leitfäden. Das heißt, GitHub hat so eine kleine Funktion, Webseiten ausliefern zu können, ohne dass man einen eigenen Webserver betreibt. Das ist der gleiche Mechanismus, den wir für die Leitfäden verwenden. Ne? Also wenn ich jetzt hier quasi mal einen Leitfaden auswähle, ne, dann seht ihr hier oben auch GitHub.io. Ne, das ist die Webversion des Leitfadens und der wird über GitHub Pages ausgeliefert. Und da hatte ich ihn gefragt, ob das geht. Und dann hat er gesagt, ja, weiß er nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, ich probiere es mal aus. Habe ich es ausprobiert, ist gegangen. Ne, und das heißt, für jemanden, der auch gar keinen eigenen Webserver hat oder kein Know-how über Webserver hat, der kann entweder jetzt das Template vom Ralf verwenden und einfach quasi bei sich, muss man halt dann mit den Farben leben hier, ne, und was da oben steht. Oder ich kann mir, so wie ich das beim Leitfaden gezeigt habe, das ganze Ding hier forken, also quasi eine eigene Kopie davon erstellen, könnte dann hier in der Config.json, was ich euch gezeigt habe, ne, was weiß ich, Andreas Knowledge Camp Master Wall reinschreiben und den Farbcode von der GFM reinpacken. Und dann würde das, ohne irgendwie eine Zeile Code oder Server betreiben zu müssen, auch auf GitHub funktionieren. Das finde ich schon cool. Also das ist schon, kann ich mir vorstellen, dass uns das in Richtung Nutzung Mastodon als Lernumgebung schon nochmal was bringt, auch wenn viele Veranstaltungen das bei sich einbetten. Jo, mehr habe ich nicht zu erzählen heute. Hat noch jemand was? 2 Minuten haben wir noch oder gehen wir lieber früher im Biergarten? Gibt's noch, schon wieder der Biergarten. Naja, jetzt bei der schönen Sonne. Ja. Gibt es so aus dem Knowledge Camp Universum schon irgendwas, Andreas? Thema, Datum nochmal sagen. Ja, Thema ist Future Skills, Knowledge Management. Jetzt ist die Seite live seit einer Woche. Und ja, okay. Das Ticketing ist auch gerade live gegangen. Aber ihr macht das nicht hybrid, ne? Das ist nur in Köln, Andreas, oder? Nee, wir machen das hybrid. Ah, ja, doch hybrid. Doch. Also was wir nicht machen, wir sagen nicht einfach, das ist hybrid, weil wir wollen auch, dass Leute nach Köln kommen. Ich verstehe. Deswegen in allen Botschaften achte ich darauf, dass wir schreiben Köln und online. Weil sonst haben wir immer das Problem, dass viele sagen, ja, ich halte mir das noch irgendwie frei und dann kommen sie doch eher nicht nach Köln, sondern in die Virtualität. Und wir wollen schon wieder volles Haus haben vor Ort auch. Aber sonst sind wir fully hybrid. Wir wollen wieder fully hybrid sein. Das heißt, gleiches Setup wie letztes Jahr. Jeder Raum physisch ist auch ein virtueller Raum. Und umgekehrt. Also es gibt keine Silos sozusagen, die virtuell oder physisch. Da muss ich mich dann gleich mal anmelden. Das machst du. Ja. Perfekt. Alles klar. Dann würde ich sagen, schönes Wochenende euch. Ebenso schön. Schöne Pfingsten. Ja. Ciao. Ebenso. Ciao. Ciao.